Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus Pompeji, Bella Italia, mit Vitaro und Rick. Yeah! Die neue Folge! Ja, das, Oh, jetzt haben wir sind jetzt schon im Vulkan drin. Ja, guck mal, dann habe ich in der letzten Folge ein bisschen Spürkes erzählt. Ich dachte eigentlich, dass ich halt die Bereiche fertig abschließe, bevor ich mit dem nächsten Bereich anfange. Ja, anscheinend nicht. Ja, habe ich scheinbar doch nicht so strukturiert gebaut, wie ich gedacht hätte. Naja gut, dann ist halt chaotisch. Passt ja irgendwie auch zum Park. Ja, irgendwie schon. Ja, dann würde ich sagen, lass uns komplett überraschen, was heute passiert, weil dann habe ich scheinbar auch gar keinen Überblick mehr. Aber wird bestimmt irgendwas Tolles. Ist ja schon lange her. Es ist sehr lange her, ja. Ja. Ich meine, wir sind ja jetzt auch wieder am Vorproduzieren, ne? Technisch gesehen, ja. Ich glaube, wenn diese Folge hier rauskommt, dann ist unser Park auch schon öffentlich. Meinst du? Ich glaube schon. Ich habe jetzt gerade die genaue Wochenzahl nicht im Kopf, wann diese Folge hier rauskommt. Aber wir sind gerade noch gut in der Vergangenheit, wenn ihr das hier seht. deswegen erzählen wir wahrscheinlich keine aktuellen Sachen mehr. das ist ja alles. Oder kannst du in die Zukunft schauen? Nee. Schade. Hätte mich jetzt auch interessiert. Also so weit bin ich noch nicht. Schade, okay. Ich dachte, du weißt vielleicht irgendwas über Planet 2. Nee. Schade. Also, was jetzt in Zukunft kommt. Die Bugs sind behoben von den zum Beispiel von den Drop oder so oder von den Turntable oder so. Bestimmt. Weiß ich nicht. ich würde so lachen, wenn es halt immer noch kaputt ist. Kannst du auch mal in der Zukunft uns sagen, wie unser Park so läuft im Moment, wenn der jetzt scheinbar öffentlich ist? Ist der gut angekommen? Ja, ich glaube schon, dass er gut angekommen ist. Ja? Ja. Also so weit kann ich leider noch nicht reingucken, aber ich glaube, ja. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass er gut angekommen ist. Ich, keine Ahnung. Wir sind jetzt hier zeitlich. Ja, ich hoffe es auch. Zeitlich ist diese Aufnahme hier gerade noch nach dem ersten, was war denn das? Pre-Launch-Trailer von Planet Coaster 2. Das war jetzt vor 2 Tagen, ist der rausgekommen. Also, ja. Er hat das ja schon mal erzählt, dass wir nicht ganz so gut darin sind im Vorproduzieren. Ja, das Thema hat man ja. Genau, deswegen sind wir jetzt wieder dabei, ganz viel vorzuproduzieren, um es danach einfach wieder zu vergessen. Genau, deswegen keine Ahnung, wo wir jetzt zeitlich gerade stehen. Aber wie viel Parts haben wir denn jetzt noch, wenn du jetzt hier den Tunnel schon mal gemacht hast? Da fehlt eigentlich gar nicht mehr so viel, ne, von Pompeji. Naja, technisch gesehen ist es hier das erste Drittel von Pompeji, in dem wir hier sind, ne? Mhm. Ich meine, es ist der Vulkan und die Achterbahnstation. Dann hast du diesen Zwischenbereich mit dem Platz und dem Eingangsbereich. Und du hast hinten den Bereich, wo noch die Ruinen stehen und das ganze Terraforming ist. Ja. Und ich dachte eigentlich, dass wir jetzt in der Folge mit dem Mittelteil starten. Aber ich habe ja offensichtlich mir die Sachen scheinbar falsch gemerkt. Kann aber auch sein, dass es jetzt noch kommt. Hast du es vielleicht mit reingemacht? Das kann natürlich sein. Also, es sind ja immer mehrere Folgen in einer hier drinne. Es kann sein, dass es auch noch kommt. Aber ich meine, so wahnsinnig viele Folgen von Pompeji werden es nicht mehr, sind es ja nicht mehr. Deswegen so. Deswegen, meine ich ja. Kann schon sein. Also, ich glaube, es sind noch. Lass mich mal kurz gucken. Ah, ich bin ein Genie. Okay, ich habe mir hier aufgeschrieben, welche Folgen wann kommen sollen. Ja. Und habe Pompeji irgendwann abgekürzt mit P. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass auch das Pisa hier auch noch irgendwo zwischen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das Pisa oder Pompeji-Folge sind, die hier stehen. Es ist irgendwas zwischen 4, also maximal 4 Folgen sind es noch. Okay. Die bei Pompeji noch kommen. Also da wird wahrscheinlich noch ordentlich Fortschritt sein. Ja, dann fangen wir auch bestimmt mit dem Mittelteil auch an hier. Ich meine, ich wüsste auch nicht, was jetzt hier noch kommen soll, großartig. Das ist ja alles die letzten Züge von dem vorderen Bereich. Ja, also theoretisch ist es ja, da hast ja eigentlich nur die Achterbahn da drin halt, ne? Ja, ist halt recht kleiner Bereich, ne? Ist nicht so viel drin, ne? Fand ich auch ganz angenehm. Also wir lassen halt nach, ne? Bei Darkwood haben wir 24 Stunden gebraucht. Ja, das hätte länger gedauert, ja. Aber Darkwood haben wir nicht alleine gebaut, ne? Das haben wir zusammen gemacht. Das haben wir zusammen gemacht, das stimmt. Also Darkwood wäre bei Planco 2 wahrscheinlich innerhalb von einem halben Tag entstanden, wenn du parallel dran bauen kannst. Ah, nee, kannst du ja gar nicht. Muss ja auch hinterher wechseln. Nee, ja, es ist ja. War ja was. Dann halt nicht. Aber es ist ja ein bisschen einfacher geworden jetzt, ne, um das zu teilen. Ja, es wird schon. Also, wir werden es ja bald rausfinden, ne? Ich meine, wenn das jetzt. Versprechen können sie halt viel, ne?
ja, es scheint ja eigentlich auch relativ gut zu sein, alles soweit. Es könnte theoretisch sogar schon sein, dass das Spiel schon raus ist, wenn die Folge hier kommt. Ich weiß es gar nicht. Aber was ich mich halt frage, hat das schon mal irgendeiner getestet mit den, wahrscheinlich das ist, weil wahrscheinlich gibt es das Ding noch gar nicht im Moment, dem Multiplayer? Naja, zum aktuellen Zeitpunkt hat ja noch keiner das Spiel in den Händen gehabt und selber damit gemacht, was er oder sie möchte. Das war immer nur von Frontier selber vorbereitete Sachen. Also auch das Gameplay, was jetzt vor kurzem war mit dem Pre-Release-Trailer und so weiter, was Leute selber aufnehmen durften, die Content Creator und so. Das war ja auch über einen Remote-Rechner, der halt bei Frontier steht. Ja. Da war es auch nicht so viel Möglichkeit. Also nee, dazu wissen wir noch gar nichts. Aber ich meine, schlimmer wird es ja hoffentlich nicht werden. Nee, hoffentlich nicht. Also, solange es nicht schlechter wird, ist eigentlich alles gut. Ich meine, ja, das ist... Ich bin da jetzt ein bisschen vorgeschädigt, weil so alles, was hoch angekündigt worden ist, war nicht geil. Oder war, ich sag mal so, zum Beispiel wie Cyberpunk, ist ein geiles Spiel jetzt am Ende geworden, aber davor war es halt voller Bugs und, ne, und alles. Ja, ja, also das ist ja auch der Grund, warum sich das Vorbestellen von Dingen normalerweise, oder eigentlich immer, ja, nicht so richtig lohnt. Da muss man ja schon ziemlich genau wissen, was man da möchte, ob das wert ist. Weil du weißt halt nicht, was du bekommst. Und Werbeversprechen heißen halt mittlerweile nichts mehr. Ja, es ist traurig. Eigentlich ist es traurig. Ja, schon. Ja gut, ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen unsere kleine Ausrede hier mit dem Kanal, ne, dass wir das Spiel uns holen werden. ja, das stimmt schon. Also, ja klar, durch den Kanal müssen wir es halt mal cool, ne, holen. Ja, selbst wenn es nicht gut ist, dann spielen wir es halt nicht lang. Dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir wieder zum ersten Teil. Also ich bin eigentlich schon ziemlich zuversichtlich, dass das alles recht gut ist. Also ich bin auch im Hype. Also ich glaube schon, dass das sehr gut wird. Ist immer so vorsichtig optimistisch. Auch mit den ganzen, obwohl es jetzt eigentlich für Konsole mehr optimiert ist als für den PC, aber auch wenn sie es so lassen, vielleicht gewöhnt man sich dran. Es ist ja vielleicht muss man sich erstmal warm spielen mit der Steuerung und. Ja klar, das kann natürlich sein. Ne? Das ist ja auch alles logisch, es ist ungewohnt, wenn Sachen sich ändern und man irgendwie mehrere tausend Stunden in diesem System hier sich dran gewöhnt hat. Klar, ist was Neues dann erstmal komisch. Das ist ja normal. Wenn ich das hier richtig sehe, sind wir tatsächlich auch zumindest am Anfang vom Mittelbereich des. Ja, ja, ich wollte es gerade sagen. Also wir sind schon gut eigentlich dabei. Wir sind schon im Mittelteil. Ja, das ist schon, ne? Ist doch die Mitte. Also, war doch nicht so ganz. Wahrscheinlich ist das wirklich so, die Hälfte der Folge war das Pferdstellen vom Anfangsbereich und die andere Hälfte ist dann der Start vom Mittelteil. Dann habe ich es irgendwie so aufgeteilt. Oh, jetzt kommt eine Riesenstütze. Ja, die war so furchtbar. Also, die Stütze habe ich echt fertig gemacht. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen, dass jemand auch das gemacht hat mit der Achterbahn. Ja, ich habe mir das bestimmt nicht ausgedacht. Also, ich war bestimmt nicht der Erste, der das gemacht hat. Also ich glaube, ich habe es mir tatsächlich nicht abgeschaut von irgendwem, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass schon irgendwer die Idee hatte. Ist ja jetzt nicht so weit hergeholt. Nee, ist aber interessant halt, ne? Sieht man halt auch nicht so oft. Gesehen hat man zwar, aber sieht man nicht so oft. Ja, baut halt keiner, weil es furchtbar zum Bauen ist. Ich habe es ja gemerkt. Ja, es war ein ganz, ganz großer Spaß, das Ding zu bauen. Und am Ende sieht es halt auch nur so okay aus. Es ist so, Ja, mein Gott, aber ja. Ja, mir war es halt wichtig, dass an der Stelle halt so eine Art von Stütze ist, weil das halt sonst, also wenn da jetzt normale Stützen drunter gewesen wären, hätte es furchtbar ausgesehen. Ja, das glaube ich. Dann hast du ja diesen ganzen Blick, den du da mühsam zusammenbaust, davon siehst du ja dann gar nichts mehr. Und so wirkt es ein bisschen wie so ein Rahmen. Ein bisschen das Eyecatcher-Element in der Mitte von dem Bereich halt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das in dem Part jetzt schon gemacht habe. Ich glaube, das habe ich viel später erst gemacht, aber ich glaube, das geht auch so schnell vorbei, dass man es nicht mitbekommt. Ich habe später noch auf dieser Stütze, so Flammenwerfer draufgepackt, dass immer, wenn die Bahn da lang fährt, einmal nochmal da oben Feuer losgeht. Also ist auch ein bisschen was zu sehen, ist von außerhalb von der Bahn. Und ja, ich war ja in dem Bereich sowieso dabei, irgendwie möglichst viel unnötig zu triggern. Daher hat es ja angeboten. Aber komm, die Ruinen haben dir doch Spaß gemacht. Ja, Ruinen sind immer sehr entspannt. Also das war halt so das komplette Kontrastprogramm zu dem ganzen Venedig-Bauen, ne? Nee, eben, ich wollte es gerade sagen. Die ganze Zeit irgendwie schöne Fassaden bauen und dann war man so einfach hin. Das ist ein bisschen Genugtuung gewesen, ne? Ich kann die Fassade nicht mehr sehen, jetzt mache ich sie kaputt. Ja!
Ja, also es ist ja wirklich genau das Gegenteil, ne? Diese kaputten Gebäude zu bauen, ganz viel Natur drumherum. Ich find's auch ein bisschen schöner, muss ich sagen. Ja, in den Kommentaren war auch, glaube ich, jemand. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ja, stimmt. Aber er hat auch gesagt, dass es schöner aussieht. Es hat so ein bisschen persönliche Präferenz, ne, was man da lieber mag. Naja, klar. Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Grünzeug finde ich dann irgendwie doch ein bisschen schöner als ganz viel Betonwüste. Ja gut, bricht halt auf, ne? Und das Gute ist, dass halt Pompeji halt sehr grün ist und dass das alles so ein bisschen auflockert, weil wir haben ja viele, viele Gebäude, viel Stadt. Das stimmt, ja, im Verhältnis zum Rest vom Park ist hier wirklich, also das ist ja alles nur Häuser, ja. Das ist eine willkommene Abwechslung. Also viele grüne Anlagen haben wir nicht. Das stimmt. So, wenn wir so weitermachen, dann haben wir auch ganz viel Abwechslung in den Folgen, weil wir uns ständig abwechseln, welche Parts dran kommen. Ja. Das heißt, es geht jetzt bald weiter mit, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich Venedig. Ja, ich weiß ja nicht, wie der Plofer da vorankommt, weil wir haben ja auch noch Pisa, wir haben Neapel, wir haben Rom und wir haben Monza. Also in so kleine Mini-Park-Touren, weil wir die ja nicht aufgenommen haben. Vielleicht kommen die ja noch dazwischen. Wäre schön. Ja, die werden auch irgendwann kommen. Müssen wir gucken, wann es passt. Genau. Aber die Folge ist leider auch schon wieder zu Ende. Genau, für die Folge war es das schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und ja, wir hören uns ganz bald wieder, ne? Genau, würde ich auch sagen. Also bis dahin. Tschüss. Tschüss. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von